Ja, herzlich willkommen, hier ist KTL Radio, Deutsch vor 7 am heutigen Mittwochabend. Eine Stunde deutsche Schlager und Hits. Klar ist die Wunschbox geöffnet. Und einen jungen Studiogast habe ich auch hier, aber gleich mehr dazu. Juliane Werding und Stimmen im Wind. Bei uns im Lübecker Land, da tut sich musikalisch eine ganze Menge. Ich meine jetzt nicht unsere Veranstaltung am 16. Mai im Brauhaus Espelkamp. Nein, am kommenden Samstag in Minden in der Kamperhalle findet die Veranstaltung Das City Talent statt. Und eine, die es in die Endausscheidung gebracht hat von den 14 Teilnehmern, also insgesamt in der Endausscheidung sind 14 Teilnehmer, sitzt bei mir, das ist die Jenny. Jenny, ich grüße dich. Hallo. Ich heiße Uli. Ich heiße Jenny. Gut. Hi Jenny, du kennst dich ja hier unten im Studio schon aus, du warst schon einige Male bei mir und du bist dabei, hast es ins Finale geschafft. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja, am Anfang waren das 140 Teilnehmer und dann gab es das Halbfinale, Viertelfinale, bis es jetzt endlich zum Finale gekommen ist und ja, jetzt sind wir nur noch zu 14. Jetzt seid ihr nur noch 14. Gut, dann kommen die 14 kleinen Negerlein, dann, ne, immer einer weniger. Und ich hoffe, du bleibst dann als Einzige über, dass du das gewinnst. Das ist zu wünschen. Ja, du singst ja Schlager. Wie bist du denn darauf gekommen? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich glaube, du kennst meine Antwort schon. Ich war ja vor 2 Jahren hier und dann hast du mir gesagt, du hättest wohl einen Song, den ich singen könnte, ist aber allerdings ein Schlager. Und ja. Ich habe vorher ja nur Rockpop gesungen und ich wusste auch eigentlich gar nicht, ob ich ja oder nein sagen sollte. Und dann habe ich mich aber auf das neue Feld eingelassen. Und ja, dann habe ich den Song gesungen und seitdem lebe ich für Schlager. Und da willst du auch bei bleiben? Dabei bleibe ich, genau. Okay. Hast du denn am Samstag auch schon reichlich Fanunterstützung? Ja, ich habe sehr viele Karten verkauft, selber und ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie sich auch noch Karten besorgt haben, extra dafür und ja, wer vorbeikommen will, der kann sich gerne Karten noch holen in Espelkamp, in der Buchhandlung oder in Minden beim Nick Design oder an der Abendkasse bei der Kamperhalle am Samstag um 18 Uhr. Ist Einlass, ne? Um 19 Uhr geht's los, genau. Ist richtig? Ja, klar, gut. Und das geht 3 Stunden, die Veranstaltung, ist bestimmt interessant und ja, Jenny, ihr drückt dir natürlich die Daumen, das weißt du. Ja, das weiß ich, dankeschön. So, dann wollen wir unseren Hörern auch mal etwas vorspielen, was du so kannst. Und du hast ja hier, ja, du willst ein Video bei YouTube heute Abend noch einstellen. Ja, genau. Und da habe ich nämlich was ganz Besonderes gemacht. Ich habe mir ein paar Leute rausgesucht, also ich habe einen Aufruf gestartet, die Leute halten mein Plakat und damit auch viele Leute sehen, dass ich auch viel Unterstützung kriege und ein Musikvideo muss ja nicht immer ich drin sein, sondern können ja auch andere Leute mal sich zeigen und präsentieren und zeigen, dass sie hinter mir stehen. Also liebe Hörer, auf dem Plakat bin ich auch mit drauf und der Antonio Di Natale ist da auch mit drauf. Ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Okay, Jenny, dann sage ich erstmal danke, dass du hier warst und wir drücken alle dir die Daumen und jetzt hören wir mal einen Titel von dir. Ein Stück von Helene Fischer, kannst du selbst ansagen. Ja, hier ist 100% von Helene Fischer. Viel Spaß. Nee, das war nicht? Falsch. Okay, von Helene Fischer ist es eigentlich, aber von mir gesungen. Aha, also, das passt. Auf geht's. Viel Spaß. Ja. Sehnsucht, die in meinem Herzen brennt. Manchmal
Tja, man kann natürlich auch bei Facebook auf die Seite gehen, bei Jenny unter Jenny Köhnen. Schaut mal einfach nach und schaut da mal nach. Und heute Abend bei YouTube, auch unter Jenny Köhnen, findet ihr diesen Titel und auch die schönen Bilder, wo ich auch mit drauf bin. Tja, da drücken wir mal der Jenny für Samstag die Daumen. Einige Chatter machen das ja auch schon. Und ich denke, dann bekomme ich auch die Info, ob sie gewonnen hat. Und in meiner nächsten Sendung Deutsch vor 7 werde ich das dann natürlich auch freudestrahlend bekannt geben. So. Ja, der nächste Künstler, den ich jetzt hier habe.